So, wir machen weiter mit der BRZ Deutschland GmbH. Ah ja, wunderbar. Sie sind der Herr Hüttner, Jawohl. Betriebsleiter. Es geht um eine branchenspezifische Cloud-Lösung für den Kunden Klaus Groß Straßenbau GmbH. Bitte schön. In der Baubranche kommt es ganz besonders auf gute Organisation und Kosteneffizienz an. Langlaufende Projekte mit vielen, vielen Risiken und hoher Preisdruck prägen das Marktgeschehen. BRZ ist europäischer Spezialist für Organisation und Bauinformatik. Mit unseren Beratungs- und Schulungsleistungen, mit einer voll integrierten Bausoftware und mit Outsourcing-Services unterstützen wir Bauinvestoren und Bauunternehmen dabei, ihre Arbeitsprozesse effizient zu gestalten. Mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut BRZ mehr als 14.000 Kunden europaweit. Und einer dieser 14.000 Kunden ist die Klaus Groß Straßenbau GmbH, ein mittelständischer Betrieb, 1976 gegründet in Drakenburg in Niedersachsen. Die Erfolgsfaktoren des Unternehmens: Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, moderne Geräte und Verfahrenstechniken und vor allem moderne IT. Und genau hier treffen sich BRZ und die Klaus Groß GmbH beim Weg in die Cloud, in eine besondere Cloud, über die wir heute sprechen. Cloud ist in aller Munde, vor allem hier. Doch was sind die praktischen Fragestellungen, die ein mittelständisches Unternehmen bewegen, den Weg in die Cloud wirklich zu gehen? Wie komme ich tagesaktuell an wichtige Soll-Ichs-Vergleiche und Kennzahlen? Wie bekomme ich diese zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Sind eigene Fachkräfte im Rechnungswesen heute überhaupt noch wirtschaftlich? Wie kann ich mich besser auf Unternehmensentwicklung und das Kerngeschäft konzentrieren? Wie kann ich schneller und besser sein als der Wettbewerb? Wie halte ich meine IT immer auf dem aktuellen Stand? Aber am besten fragen wir direkt bei Klaus Groß Straßenbau GmbH nach und schalten direkt nach Drakenburg zum Geschäftsführer Lars Marquardt. Hallo Drakenburg, hallo Herr Marquardt. Hallo Herr Heldner, hallo nach Frankfurt. Wir sind ein Straßenbauunternehmen aus dem Norden Deutschlands. Wir beschäftigen ca. 40 Mitarbeiter. Wir führen Arbeiten aus dem klassischen Straßenbau aus. Das betrifft Asphaltarbeiten, Kanalbauarbeiten, Pflasterarbeiten. Die Anforderungen unserer Kunden an uns sind sehr hoch. Unsere Baustellen liegen teilweise sehr weit auseinander. Die BRZ-Lösung erleichtert uns das tägliche Arbeiten enorm. Viele lästige Arbeiten erledigen sich von selbst. Wir haben ständigen Zugriff auf alle Daten von jedem Ort aus, von jeder Baustelle und sind in allen Bereichen top aufgestellt. Das Portal BRZ Connect ist der sichere, personenbezogene Zugang zu Internet, Public Cloud und Software als Service. Aber das Besondere an der BRZ-Lösung ist jedoch die bewohnte Cloud. Wir machen sie lebendig durch unseren kaufmännischen Outsourcing-Service. Wir hauchen ihr quasi Leben ein. Doch was bedeutet dieses erweiterte Cloud-Konzept genau? Businessprozesse werden von Experten, von Spezialisten erledigt, die sowohl Rechnungswesen und Lohn, aber auch Bau beherrschen. Und Ergebnisse werden speziell für Baubetriebe aufbereitet, anstatt Standardauswertungen zu nehmen, bei denen wichtige Kennzahlen fehlen. Die Umsetzung der erweiterten Cloud erfolgte dabei völlig reibungslos, denn durch die gemeinsame Optimierung und Organisation der Prozesse im Unternehmen und die systematische und strukturierte Realisierung verlief auch das Verlassen gewohnter Arbeitsabläufe völlig reibungslos, die im eigenen Rechenzentrum sicher organisiert werden. Stichwort Leistung und Sicherheit. Hier befindet sich unser leistungsstarkes Rechenzentrum in Deutschland, im Standort Nürnberg, die strengen deutschen Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien erfüllt. Auf 500 Serversystemen werden zum Beispiel 1,4 Millionen Baulohnabrechnungen im Jahr verarbeitet. 45 Fachkräfte im Rechenzentrum und in der IT sind im Einsatz. Alles aus einer Hand. Nur so gelingt ein erweitertes Cloud-Konzept. Echte Mehrwerte in Echtzeit. Wichtige branchenbezogene Kennzahlen als Mehrwert. Auf einen Blick ist sofort erkennbar, ob es im grünen oder im kritischen Bereich bewegt. Geringe IT-Investitionen, die Kosten für IT-Wartung werden gesenkt.
oder Kosten für Fachkräfte werden gar eingespart. Das sind echte Mehrwerte, aber was das Beste ist, echte Mehrwerte in Echtzeit. Zu jedem Zeit an jedem Ort verfügbar, alle Informationen zu Baustellen und Baubetrieb in Echtzeit, professionelle Controlling-Reports in Echtzeit und für das nächste Bankengespräch, wenn es zum Aushandeln vielleicht von neuen Konditionen geht. Teile der Fixkosten sind variabel, Akquise und Kundenbetreuung stehen weitere Ressourcen zur Verfügung und dadurch optimierte Abläufe und höhere Produktivität. Bei Klaus Groß ergeben sich bis zu einem Drittel Einsparungen im Vergleich zu eigener IT und eigener kaufmännischer Verwaltung. Für uns eine überzeugende Sache. Aber lassen wir nochmals den Geschäftsführer zu Wort kommen. Durch die Einführung der BZ-Cloud-Lösung frühstücken wir zwei Punkte ab. Zum einen dadurch, dass wir das Rechnungswesen und die Lohnbuchhaltung extern auch an BZ vergeben haben, haben wir durch die tagesaktuellen Zahlen immer die Kosten im Überblick, können sofort Rückschlüsse und Soll-Ist-Vergleiche mit der Kalkulation fahren. Die Datensicherung und Softwareaktualisierung folgen automatisch im Hintergrund im Rechenzentrum über BZ, sodass auch eine absolute Datensicherheit besteht. Durch die Einführung der Lösung sparen wir Zeit und Geld und können uns auf das Kerngeschäft des Bauern konzentrieren. Vielen Dank, Herr Marquardt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir stehen. Vielen Dank, Herr Hüttner. Sie haben sich jetzt Verstärkung mitgebracht. Genau, ich habe noch den verantwortlichen IT-Leiter und Rechenzentrumsverantwortlichen, den Herrn Waldemar Kühn. Herr Kühn, okay. Hallo. Gut, dann freuen wir uns auf Ihre Fragen. Herr Westerfeld, beginnen. Also ich bin beeindruckt, erinnere mich an Zeiten, als man von Turnkey-Lösungen gesprochen hat. Und das ist meines Erachtens eine Turnkey-Cloud für die Branche, für die Baubranche. Gibt es da auch für diese Cloud-Lösung für die Baubranche, wie ist das Pricing? Wie kann ich hier feststellen, im Verhältnis zu einzelnen Modulen jetzt im Verhältnis zu Ihrer Turnkey-Lösung? Oder ist auch die Sie haben ja das Gesamtunternehmen, die Gesamtunternehmens-IT abgebildet, so ich das verstanden habe. Wie ist das im Verhältnis zu einzelnen Teilen, die man sich vielleicht modular beschafft? Letztendlich betreiben wir für den Kunden, das ist ja ein kleines Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, da gibt es keinen IT-Administrator, da geht es vor allem auch darum, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, betreiben wir für ihn die komplette IT. Er bedient sich nur noch Devices zum Viewen, also zum Anzeigen, zum Zugriff auf diese Organisationseinheiten und stellen ihm die benötigten Funktionalitäten entsprechend seinen Bedürfnissen zur Verfügung. Und dadurch schafft er es auch mit seiner minimalen Mannschaft den Betrieb bis hin zu Monte-Carlo-Analysen von risikoorientierter Kalkulation, was eigentlich fast nur Baukonzerne machen, kann er darüber erledigen. Mhm. Dr. Ried? Wie unterscheidet sich denn die Lösung zu den anderen Kunden? Also Straßenbau Groß ist jetzt sicherlich eine klasse Referenz, aber müssen Sie es für jeden neu machen oder ist es ein Mandantenkonzept, wo Sie einfach das nächste Bauunternehmen genauso draufschieben können mit relativ wenig Anpassung? Also von der Infrastruktur haben wir eine skalierbare Lösung geschaffen, eine standardisierte Lösung geschaffen, wo wir mandantenfähige Lösung haben, in der wir weitere Kunden hinzufügen können, ohne jetzt großartig, jetzt sagen wir, dedizierte Umgebungen aufzubauen. Das heißt, wenn einer zu Ihnen kommt, dann sagen Sie, okay, zwei Tage später ist es live. Ja. Gut, super. Wie ist es dann gepreist? Zahlt der jetzt abhängig von Zahl der User oder zahlt der, also der Absolutpreis interessiert mich nicht, aber wie ist das Modell? Oder abhängig User-basierendes, davon? Named User-basierendes Modell. Okay. Gibt es weitere Fragen? Dr. Felten? Wie funktioniert das denn im Live-Einsatz? Nutzt man die Informationen auch wirklich auf der Baustelle oder unterstützt das System hauptsächlich Geschäftsführer und Buchhaltung?
Das wird live auch auf der Baustelle genutzt, weil letztendlich sogar die Ist-Erfassung auf der Baustelle erfolgt und der Herr Lars Marquardt, der Geschäftsführer, der läuft da wirklich mit seinem iPad durch die Gegend und kann tagesaktuell in Echtzeit den aktuellen Stand seiner 4, 5 Baustellen, die er überregional hat, sofort betrachten. Ja, ergänzt eben durch die Outsourcing-Services, die ihm zur Verfügung gestellt werden, wo er den Rücken sich frei hält. Und das ist ja genau der Mehrwert, den der Kunde dann erhält. Er muss sich ja keine Plattform selbstständig irgendwie aufbauen in seinem Netzwerk, sondern er nutzt die große Plattform von uns. Ganz konkret, wie viele maximale User sind an dem System dran? Wir haben täglich Concurrent oder Named? Concurrent. Concurrent arbeiten bei uns 2000 User am Tag. Also 1200 User. Herr Hüttner, Herr Kühn, unsere unwiderstehliche Sirene zeigt, Sie haben es geschafft. Dankeschön. Darf Sie an Ihre Plätze zurückbitten.